Meine Damen und Herren, wir werden heute die Diskussion der Erhaltungssätze abschließen und uns dann anschließend mit Kraftfeldern auseinandersetzen. Wir haben mehrere Erhaltungssätze kennengelernt und am Schluss dann ausführlich mit dem Energieerhaltungssatz beschäftigt. Sie erinnern sich, wir haben zwei Arten von mechanischer Energie besprochen, die kinetische Energie und die potentielle Energie. Heute mit einem Experiment, dem Pendel, möchte ich Ihnen diese Energieformen noch einmal besonders illustrieren. Wir haben hier ein Pendel aufgestellt, das also das tut, was Pendel heute normalerweise machen, nämlich pendeln, wenn man sie auslenkt. Nur hat dieses Pendel eine besondere Eigenschaft. Man kann durch einen Stift bewirken, dass dieses Pendel dann unterschiedlich schwingt. Normalerweise schwingt sein Pendel also so hin und her, aber wenn man dann im richtigen Moment hier einen Stift herausgibt, dann kann es nur so schwingen. Und das kann man also hier machen, das kann man auch da heroben machen. Da hat man zwei so Stifte, mit denen die Schwingungsform dieses Pendels beeinflusst werden kann. Ja, und wenn man von der Reibungskraft absieht, dann ist es nun also so, dass wenn dieses Pendel also etwa von hier aus schwingt, dass das also in beiden Richtungen jeweils gleich hoch aufsteigt und das wird sich also auch nicht ändern, abgesehen von der Reibung. Und das kommt also daher, kann so mit dem Energieerhaltungssatz interpretiert werden, dass wenn das Pendel da seine Endposition erreicht hat, in dem Gravitationsfeld der Erde, also unter dem Einfluss der Gravitationskraft, dann wird die potenzielle Energie maximal und die kinetische Energie null, weil es aber kurzfristig zum Stillstand kommt. Andererseits beim Durchtreten durch die Gleichgewichtslage hat es die niedrigste Position, daher auch die geringste potenzielle Energie, dafür aber die größte Geschwindigkeit und damit die größte kinetische Energie. Und während dieses Vorgangs, jetzt wirkt natürlich schon die Reibung ein wenig, wird ständig es einen Wechsel geben zwischen potenzieller Energie in den Endlagen und kinetischer Energie in der Gleichgewichtslage. Und die Summe der beiden entsprechend dem Energieerhaltungssatz bleibt stets konstant. Es schwingt also gewissermaßen die Energie zwischen kinetischer und potenzieller Energie hin und her. Und an irgendeinem mittleren, in einer mittleren Position hat man dann sowohl kinetische als auch potenzielle Energie und die Summe der beiden ist wieder konstant. Na, so weit ist das ja ganz einfach. Und nun kann man also dieses Pendel dadurch beeinflussen, dass man eben da so eine Behinderung mit einem Stift anbringt. Und da ist dann nicht ganz so einfach mit Lösung einer Bewegungsgleichung oder so, sich zu überlegen, was wird denn nun passieren mit diesem Pendel. Und das ist nun eine Illustration dessen, wie praktisch in der Anwendung die Erhaltungssätze und speziell hier der Energieerhaltungssatz ist. Wenn man diese Stiftbehinderung anbringt, dann kann das also nicht mehr voll ausschwingen, sondern es kann nur über eine kleinere Distanz mit einer kleineren Fadenlänge ausschwingen. Aber abgesehen von der Reibung, die dort und da nicht besonders groß ist, ist es dann so, dass eben wegen des Energieerhaltungssatzes, dass die Pendelmasse wieder bis in die gleiche Höhe hinaufschwingt wie vorher. Und das kann man also natürlich auch direkt durch Lösung von Bewegungsgleichungen ermitteln. Aber der Energieerhaltungssatz liefert einem das unmittelbar. Und damit wird also sozusagen die uns umgebende Natur für uns einfacher überschaubar und vorhersehbarer, wenn man solche Erhaltungssätze kennt.
Nun, das wollen wir uns jetzt also auch anschauen. Wenn wir also diesen Pendelkörper da hier so schwingen lassen, und jetzt schiebe ich dann da einen Stift hinein, dann sehen Sie, dass der gleich hoch hinaufsteigt, wie im Fall ohne. Und wenn ich den Stift wieder weggebe, bleibt die Pendelschwingung, wie sie ist. Also Sie können erkennen, dass wir hier aufgrund des Energieerhaltungssatzes eine sehr unmittelbare und direkte Möglichkeit haben, dass wir eben vorhersehen können, was dieses Pendel tun wird. Nun, wir haben also nun Erhaltungssätze des Impulses, des Drehimpulses, des Massenmittelpunktsimpulses und der Energie kennengelernt. Das sind also insgesamt 4 so Sätze, wobei 3 davon Sätze sind, die sich auf vektorielle Größen beziehen. Impuls, Drehimpuls und Massenmittelpunktimpuls. Wenn man das komponentenweise aufschreibt, sind es 3×3, 9 Komponenten. Und dann kommt also da noch diese skalare Größe, die Energie dazu. Sagen Sie ja nie, die Energie sei eine vektorielle Größe. Das ist eine der physikalischen Todsünden sozusagen. Also die Energie ist eine skalare Größe. Und damit ergibt sich insgesamt eine Anzahl von 10 Größen, die manchmal auch als die 10 ersten Integrale der Bewegungsgleichung bezeichnet werden. Also diese 10 und nicht mehr gibt es im Rahmen der Mechanik. Und da zeigt sich nun, wenn man sich das überlegt, nachdem das ja alles ursprünglich vom Arbeitsbegriff ausgegangen ist, dass es hier nun, wenn ich noch einmal auf die Energie zu sprechen komme, einen wesentlichen Unterschied gibt. Bei der Arbeit ist es ja so, dass eine Arbeit an einem System verrichtet wird, diesem System also entweder zugeführt wird oder, wenn sie negativ ist, dem System abgeführt, von dem System abgeführt wird, diese Arbeit. Während die Energien, die wir uns jetzt aus dem Arbeitsbegriff definiert haben, das sind nun Größen, von denen man ausgeht, dass das jeweilige System diese Energien besitzt. Das heißt, das eine, die Arbeit, ist ein Grenzflächenkonzept. Wir haben es also so, dass über die Grenzfläche zwischen der Umgebung und dem System Arbeit verrichtet wird, zugeführt oder abgeführt wird. Während die Energie, die wir besprochen haben, kinetisch und potenziell, ist eine Systemeigenschaft, die kommt diesem System zu. Die Arbeit wurde dem System zugeführt, die Energie ist als Systemeigenschaft dann dem System zugerechnet. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen der Arbeit und der Energie. Also noch einmal zurück zu diesen 10 ersten Integralen der Bewegungsgleichung, also insbesondere zu diesen verschiedenen Erhaltungssätzen. Und da gibt es noch ein wichtiges Theorem, das ich nicht herleiten möchte, das aber im Zusammenhang mit den Erhaltungssätzen schon von außerordentlich großer Bedeutung ist, das Noether-Theorem. Emmy Noether hat dieses Theorem hergeleitet und es sagt aus, ganz generell, dass Erhaltungssätze die Folgen sind von Invarianzeigenschaften. Und Invarianzeigenschaften sind natürlich in der Natur eine ganz wesentliche Sache. Wir nennen diese Invarianzeigenschaften manchmal auch Symmetrien. Und als Beispiele können wir das alles anführen, was wir jetzt kennengelernt haben. Zum Beispiel zeigt sich,
dass die Invarianz bei Translation im Raum, dass ob ich mich hier befinde oder hier befinde, die Eigenschaften, die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten in der Natur dieselben sind. Diese Invarianz gegenüber Translationen, die hat dann die Impulserhaltung zur Folge. Also so hängt diese Translationsinvarianz mit der Impulserhaltung zusammen. Und jetzt können Sie sich schon vorstellen, die Invarianz gegen Drehungen, gegen Rotationen, wenn ich so in die Welt hineinschaue und so in die Welt hineinschaue, die Welt zeigt sich mir mit denselben Gesetzmäßigkeiten. Diese Invarianz ist ja auch nicht wirklich eine Selbstverständlichkeit, sondern wir sind halt nur daran gewöhnt, dass das so ist. Diese Invarianz hat zur Folge die Drehimpulserhaltung. Und die Invarianz hinsichtlich der Transformation von einem Inertialsystem auf ein anderes Inertialsystem, ob ich also die Welt aus einem stehenden Zug oder aus einem gleichförmig geradlinigen bewegten Zug betrachte, ändert nichts an der Gültigkeit der Naturgesetze. Das ist nun, hat zur Folge die Erhaltung des Massenmittelpunktsimpulses. Und letztlich, vielleicht besonders wichtig und sehr dramatisch, was ist bei dem Energieerhaltungssatz? Na, da ist es so, dass der Energieerhaltungssatz folgt aus der Invarianz gegen Zeittranslationen. Und das ist natürlich was, was besonders spannend ist, weil das bedeutet dann, wenn es invariant ist gegen Zeittranslationen, dass die Naturgesetze morgen noch so gelten werden wie heute. Naja, wird man ja sagen, natürlich nicht, aber was ist schon natürlich? Nicht? Also jedenfalls, dass eine solche Invarianz vorhanden ist, hat dann zur Folge den Energieerhaltungssatz. Und da ist auch verständlich, so wie die Zeit eine einzelne Größe ist und nicht drei Komponenten hat, so ist also die Energie eine skalare Größe, während der Impuls ist eine vektorielle Größe und Translationen können auch in verschiedenen Richtungen durchgeführt werden. Dementsprechend kommt es dazu, dass eben die Energie jedenfalls eine skalare Größe sein muss, weil sie eben der Zeittranslationsinvarianz entspricht. Jetzt werden Sie sich vielleicht denken, naja, weißt du schon, da steht nämlich allgemeine Erhaltungssätze und nicht nur die Erhaltungssätze in der Mechanik. Und tatsächlich zeigt sich, dass dieses Noether-Theorem noch wesentlich umfassender ist. Und als ein ganz wichtiges Beispiel möchte ich erwähnen, die Erhaltung der Ladung, die sich auch zeigt, dass das darüber werden wir im Sommersemester genauer sprechen, aus experimentellen Befunden. Ladungen können nicht entstehen und vernichtet werden, sondern höchstens getrennt werden, bewegt werden, umgeformt werden, in andere Körper übertragen. Diese Invarianz, die dazu gehört, ist die Invarianz gegen Eichtransformationen. Aber das werden wir im Sommersemester genauer anschauen, was darunter zu verstehen ist. Also auch da gibt es eine Invarianzeigenschaft, aus der dann die Ladungserhaltung folgt. Und es gibt natürlich eine Reihe von weiteren Größen insgesamt, insbesondere in der Elementarteilchenphysik, wo dieses Noether-Theorem ebenso von großer Bedeutung ist. Also nach diesen abschließenden Bemerkungen zum Energieerhaltungssatz einerseits und überhaupt zu den Erhaltungssätzen gehen wir jetzt zum nächsten Kapitel über Kräfte und Kraftfelder. Wir werden das allgemein anlegen, aber doch dann speziell uns mit der Gravitationskraft beschäftigen,
die heute in der Mechanik eine besonders unmittelbare Bedeutung hat. Wir haben ja schon mehrfach über Gravitationskräfte gesprochen schon, weil sie so allgemein verfügbar sind gewissermaßen. Uns als Erdlinge sozusagen, wir haben so eine Kraft immer bei der Hand gewissermaßen. Es gibt aber andere wichtige Kräfte und über die möchte ich auch dann kurz sprechen, was wir denn heute für verschiedene Kräfte definieren oder erkannt haben, wie wir überhaupt das ganze Erscheinungsbild unserer Welt einordnen können. Also generell möchte ich ein paar Aussagen über Kräfte und Kraftfelder machen. Wenn wir eine ortsabhängige Kraft haben, die an verschiedenen Punkten im Allgemeinen unterschiedliche Werte und unterschiedliche Richtungen hat, dann sprechen wir also von einem Kraftfeld. Wenn es aber, das ist dann ein spezielles Kraftfeld, ein solches Feld ist, wo eben der Kraftvektor dann ortsunabhängig ist, also räumlich konstante Kräfte, die bilden ein sogenanntes homogenes Kraftfeld. Das ist gut zu unterscheiden von einem konservativen Kraftfeld, das wir schon erwähnt hatten im Zusammenhang mit der Definition der potenziellen Energie. Da musste keineswegs vorausgesetzt werden, dass die Kraft konstant ist, räumlich unverändert, überall die gleiche, sondern da ging es darum, dass die Arbeit längs jedes geschlossenen Weges in diesem Kraftfeld eben gleich null ist. Aber ein homogenes Kraftfeld ist eine stärkere Einschränkung. Dann gibt es eine weitere spezielle Form eines Kraftfeldes. Wir hatten sie schon beim Drehimpulssatz einmal kurz erwähnt. Auf ein Kraftzentrum gerichtete Kräfte, also auf ein Zentrum gerichtet, solche Kräfte nennen wir Zentralkräfte. Und beispielsweise das Kraftfeld in der Umgebung der Sonne oder aber auch das Kraftfeld in der Umgebung einer Punktladung, das sind typische Beispiele für Zentralkräfte. Sie sind also dadurch charakterisiert, dass die Kraft immer der Kraftvektor parallel zum Ortsvektor ist, wenn man naturgemäß, wird man doch dumm sein, wenn man es anders macht, den Ursprung des Koordinatensystems ins Kraftzentrum legt. Man möchte natürlich immer die Koordinaten möglichst gut angepasst an die gegebene Situation wählen und daher ergibt sich das ganz klar. Und wenn Kräfte zeitunabhängig sind, sich also im Lauf der Zeit nicht ändern, dann sprechen wir auch von statischen Kräften. Also da haben wir so ein bisschen eine Einteilung, was für verschiedene Kräfte wir betrachten. Na, und dann gibt es natürlich noch einen wesentlichen Aspekt, den ich auch nicht unerwähnt lassen möchte. Wenn man so ein Kraftfeld vor sich hat, dann muss man sich ja irgendwie die Frage stellen, wie ist denn das? Das muss man ja mal einschalten sozusagen. Das muss ja mal von woher kommen gewissermaßen. Das ist ja nicht schon auf alle Ewigkeit vielleicht so vorhanden. Nicht? Wenn man beispielsweise eine Punktladung wohin bringt, nicht? Jetzt muss sich irgendwie da dieses Kraftfeld rund um diese Punktladung ausbilden. Da gibt es also irgendeine Zeit, eine Entwicklung in der Zeit. Und wie ist das zu verstehen? Und da gibt es also grundsätzlich zwei Denkmöglichkeiten. Das eine ist eine Fernwirkung, dass also automatisch und sofort und in alle Distanzen augenblicklich diese Kraftwirkung vorhanden ist.
Also über räumliche Distanzen praktisch augenblicklich. Das ist, was wir Fernwirkungskräfte nennen. Und man hat lange Zeit gemeint, dass das also eine sinnvolle Beschreibung für Kraftfelder ist. Allerdings, heute wird hauptsächlich von Nahwirkungskräften gesprochen. Und der Unterschied ist wesentlich. Im Fall einer Nahwirkungskräfte wird die Kraftwirkung durch einen lokalen Zustand des umgebenden Raumes bewirkt. Naja, das ist natürlich auch so eine Geschichte, Zustand des Raumes. Was soll das sein? Nicht? Das sind natürlich schon Dinge, wo dann eine gewisse, eine gewisse Flexibilität des Denkens notwendig ist, um das zu akzeptieren. Aber wesentlich ist der Unterschied nämlich insoweit, als dieser Zustand des Raumes sich dann ausbreiten kann, wie das zum Beispiel elektromagnetische Wellen machen. Und da wird die Sache dann natürlich sehr wichtig. Und noch interessanter wird es dann, wenn sich herausstellt, dass dieser Zustand des Raumes, und ich möchte einmal bei dieser Ausdrucksweise bleiben, dann sogar Energie enthalten kann. Denn wenn Sie sich denken, so ein Zustand des Raumes breitet sich wellenförmig aus, so wie die Lichtwellen beispielsweise, das ist ja durchaus was Wichtiges für uns, nicht? Dann wird mit dieser Ausbreitung auch Energie transportiert. Wie sollte denn sonst die Sonne uns wärmen? Unser großes Lagerfeuer im Zentrum des Sonnensystems. Dass wir da Energie von der Sonne bekommen, das geht im Wesentlichen dadurch, dass die Sonne eben elektromagnetische Wellen ausstrahlt und einen ganz kleinen Anteil davon kriegen wir, und das ist schon mächtig viel für uns, nicht? Also diese Fragen, obwohl sie im ersten Moment so merkwürdig ausschauen, Nahwirkungskräfte, Kräfte werden bedingt durch den Zustand, den lokalen Zustand des Raumes, aber durch diese Überlegung ist es dann möglich, und das zeigen wir dann genauer in der Elektrodynamik, dass man die Wechselwirkung, die elektromagnetische Wechselwirkung und ihre zeitliche Ausbreitung quantitativ beschreiben kann. Bei der Gravitation ist es irgendwie komplizierter, man spricht zwar auch von Gravitationswellen, die sind auch schwer zu detektieren, man hofft mit neuen Experimenten, wo man die ganze Größe der Erdumlaufbahn benutzen kann, bessere Ergebnisse zu bekommen. Das sind sehr kleine Effekte, die schwer experimentell festzumachen sind. Also jedenfalls, die beiden Fernwirkungs- und Nahwirkungskräfte sind gut voneinander zu unterscheiden. Und insbesondere die Nahwirkung ist für die Beschreibung der Kräfte heutzutage meistens das Entscheidende. Naja, welche Kräfte haben wir denn überhaupt in der Natur? Und es zeigt sich, so viele grundsätzlich unterschiedliche Kräfte gibt es gar nicht. Was wir gegenwärtig sagen können, ist, dass wir je nach Sichtweise 3 bis 4 unterschiedliche Kräfte haben. Wobei ich zunächst einmal 4 Kräfte erwähnen möchte und dann erklären, warum 3 bis 4. Naja, ordnen wir sie nach der Stärke. Die stärkste Wechselwirkungskraft, also grundlegende Kräfte, fundamentale Kräfte. Die eine ist die sogenannte starke Wechselwirkungskraft. Es geht ja immer um Wechselwirkung zwischen 2 Teilchen, zwischen 2 Systemen. Die relative Stärke dieser Kraft, ohne auf das näher eingehen zu wollen, nur um heute irgendwie sich eine Vorstellung zu machen, ist von der Größenordnung 10 der minus 1. Und die Reichweite ist sehr kurz.
10 hoch minus 15. Meter. Das ist die sogenannte starke Wechselwirkung und die ist dafür zuständig, dass die Atomkerne, die ja aus positiv geladenen und neutralen Teilchen bestehen, nicht auseinanderfliegen. Weil gleichnamige Ladungen stoßen einander ab und das würde dann dazu führen, dass die Welt im Innersten auseinanderbricht. Und dass das nicht passiert, dafür sorgt die starke Wechselwirkung, aber bereits in Dimensionen jenseits der Kerndimension ist diese Atomkerndimension, ist diese Wechselwirkung nicht mehr spürbar, sodass die Elektronenhülle davon praktisch nicht betroffen ist. Also eine kurzreichweitige Kraft, mit der wir uns jetzt auch nicht weiter auseinandersetzen werden. Die nächste Wechselwirkung ist die magnetische Wechselwirkung. Da ist die Kopplungskonstante 137. Na, was habe ich denn da? 137, also ein bisschen weniger als 10 der minus 2. Gar nicht so viel schwächer als die starke Wechselwirkung, aber die Reichweite ist unendlich, was bedeutet, dass das die potenzielle Energie nicht stärker als 1 durch R abfällt, wenn man eine Punktladung betrachtet. Eine ganz wichtige Wechselwirkungskraft wegen der unendlichen Reichweite und der großen Stärke. Ja. Nein, nein, das ist einfach das sind relative Zahlen, die man zueinander betrachtet. Das heißt, das ist ein bisschen weniger als ein Zehntel von der starken Wechselwirkung. Das sind Relativzahlen, die die relativen Stärken dieser Wechselwirkungskräfte grundsätzlich und größenordnungsmäßig beschreiben sollen. Die nächste ist die schwache Wechselwirkung. Über die möchte ich nicht viel sagen, aber ohne eine derartige Wechselwirkungskraft könnte man den Beta-Zerfall nicht beschreiben und daher ist diese Wechselwirkungskraft unabdingbar. Sie hat eine Kopplungskonstante von 3 mal 10 der minus 7 bereits. Und eine besonders kleine Reichweite, die man gar nicht quantitativ feststellen kann. Man weiß nur, sie ist kleiner als 10 der minus 18. Meter. Und dann letztlich die vierte von diesen Kräften, die Gravitationswechselwirkung, ist noch viel schwächer. Da zeigt sich, die hat im Verhältnis 5 mal 10 der minus 39. Und das ist natürlich schon ein ganz erheblicher Unterschied. Und Sie werden sich jetzt fragen, jetzt nennt man das schon schwache Wechselwirkung. Wie schwach ist denn dann eigentlich erst die Gravitationswechselwirkung? Ihre Stärke ist natürlich wieder, dass sie unendliche Reichweite hat. Also ich habe das jetzt nicht sehr schön geschrieben in einer Tabelle. Das müsste man also da so aufschreiben. Reichweite, um sich da auszukennen. Und das ist die Kopplungskonstante. Ja. Und das ist 10 der minus 1. Das ist jetzt nicht mehr lesbar. So. Aber was bei der Gravitation wesentlich ist, man hat es da eben mit verhältnismäßig großen Massen zu tun. Die Gravitation ordnet also die Vorgänge im Großen. Sie ordnet die Vorgänge im Kosmos. Während die kurzreichweitigen Wechselwirkungen ordnen die Vorgänge im nuklearen Bereich. Und die elektromagnetische Wechselwirkung, die ist unendlich weit und trotzdem
von verhältnismäßig großer Stärke. Daher ist eigentlich die Frage, wieso ist die nicht die, die alles beherrscht? Und da gibt es wieder einen wichtigen Punkt, warum das so ist. Dass nämlich die Gravitation nur eine Ladung sozusagen hat. Massen können sich immer nur anziehen und werden sich nie abstoßen. Während bei den Ladungen ist es so, dass es positive und negative gibt und die Ungleichnamigen ziehen einander an, die Gleichnamigen stoßen einander ab und das bedeutet, wenn man genügend große Systeme betrachtet, so wie die Sonne oder die Erde, dass dann aufgrund der statistischen Kompensation weitgehend ungefähr gleich viel positive wie negative Ladungen vorhanden sein werden, sodass dann netto, wenn man den ganzen großen Körper betrachtet, keine nennenswerten elektromagnetischen Wechselwirkungen auftreten werden. Erst wenn es einem gelingt, Ladungen zu trennen, dann treten solche Kräfte auf und das werden wir also dann im Einzelnen im kommenden Sommersemester besprechen. Es zeigt sich, dass man diese beiden, die elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung, zu einer elektroschwachen Kraft zusammenfügen kann, indem man sie also in einer gemeinsamen theoretischen Struktur beschreiben kann. In der Weise dann kann man eigentlich sagen, es gibt nur mehr drei unterschiedliche Kräfte. Das ist ein ähnlicher Vorgang, wie es zum Beispiel schon etliche, 150 Jahre früher gelungen ist, dass man die elektrischen und die magnetischen Kräfte im Rahmen einer zusammenhängenden Theorie als elektromagnetische Wechselwirkung zusammengefasst hat. Und jetzt ist es einem noch gelungen, die schwache Wechselwirkung dazuzunehmen. Aber so wie die magnetischen Kräfte nicht dasselbe sind wie die elektrischen, sondern sich halt nur in einem einheitlichen Formalismus, nämlich mit Hilfe der Maxwell-Gleichungen darstellen lassen, aber trotzdem durchaus was anderes sind, so ist natürlich auch weiterhin die schwache Wechselwirkung durchaus was anderes als die elektromagnetische. Es geht nur darum, dass man sie also in einem gemeinsamen Rahmen theoretisch beschreiben kann. Also so viel zu diesen Kräften und von jetzt ab wenden wir uns also hier zunächst einmal ausschließlich der Gravitationswechselwirkung zu, die also trotz ihrer geringen Kopplungskonstante, das ist ja schon beachtlich, trotzdem im kosmischen Bereich dominierend ist, wie ich Ihnen gerade erklärt habe. Also man muss sich den Unterschied zwischen dieser Kopplungskonstante und dieser Kopplungskonstante anschauen. Da ist also so ungefähr 10 der minus 36. Unterschied. Und das ist also schon eine gewaltige Zahl. Dementsprechend sind die schon sehr unterschiedlich in ihrer Stärke. Was man sich dadurch veranschaulichen kann, dass man zum Beispiel zwei Protonen betrachtet, das sind diese einfach positiv geladenen Teilchen, aus denen der Atomkern mit besteht und anschaut, wie stark stoßen sie sich ab aufgrund der elektrostatischen Abstoßung und wie stark ziehen sie sich an aufgrund der Gravitationsanziehung. Und es ist so unerhört viel weniger, dass das eben gerade diesen Faktor 10 hoch 36 ausmacht. Und man braucht sehr, sehr viele Protonen, eben zum Beispiel die ganze Erde, dass man dann tatsächlich Kräfte hat, die also nennenswert sind und die man auch leicht beobachten kann. Also mit dieser Gravitationswechselwirkung wollen wir uns hier jetzt im Weiteren etwas befassen. Die elektromagnetische Wechselwirkung, die verschieben wir auf das Sommersemester. Das Sommersemester ist fast ausschließlich dieser elektromagnetischen Wechselwirkung verschrieben und das ist also eine besonders wichtige Wechselwirkungskraft, die eben auch besonders ausführlich beschrieben wird. Bitte. Die elektromagnetische Wechselwirkung hängt jetzt nur von der Ladung ab, die Gravitation von der Masse ab. Wie kann man denn überhaupt einen Faktor angeben und wie viel die eine Größe ist? Das hängt ja wieder davon ab, welche Einheit für Ladung und für Masse. Die Frage ist, wie kann man da einen Faktor angeben zwischen der Stärke dieser Kräfte, wenn die eine doch von der Ladung und die andere von der Masse abhängig ist? Nun,
wir nehmen eben dieses Beispiel her, wie groß die Protonen, die haben eine bestimmte Masse und eine bestimmte Ladung, nämlich die Elementarladung. Und diese Größe des Unterschiedes wird eben danach bemessen, dass man solche Elementarteilchen hernimmt und schaut, wie da das Verhältnis der Wechselwirkungskräfte der einen und der anderen erfolgt. Mehr ist das nicht. Eine relative Vergleichung zwischen den verschiedenen Kräften. Nehmen Sie das nicht zu genau. Das soll Ihnen nur einen ungefähren Richtwert geben, wo diese Wechselwirkungskräfte einzuordnen sind. Man kann schon etwas mehr darüber sagen, aber das hat dann bereits wesentlich zu tun mit der Quantenfeldtheorie, mit Austauschwechselwirkungen, mit Austausch von Teilchen, und das wollen wir hier nicht weiter besprechen in diesem Moment. Nun, also Gravitationswechselwirkung. Es ist eine experimentelle Tatsache, dass Körper in einem Schwerefeld, Gravitationsfeld, etwa auf der Erde, eine Kraft erfahren. Und so wie man das generell in der Physik macht, versuchen wir beschreibend an die Dinge heranzugehen. Und diese Beschreibung ist so, dass wir davon ausgehen, dass diese Gewichtskraft proportional sein wird zu einem Parameter, der diesen Körper beschreibt, nämlich zur sogenannten schweren Masse. Gewicht eines Körpers proportional zur schweren Masse. Das ist eine völlig ähnliche Argumentation, wie man in der Elektrostatik zum Beispiel sagt, die elektrostatische Kraft auf eine Punktladung ist proportional zur Größe der Ladung, dieser Punktladung. Und hier ist es also proportional zur Größe der schweren Masse. Und dieses Gewicht schreiben wir als einen Gewichtsvektor G auf, und das ist also ms mal einem klein g Pfeil, und dieses klein g Pfeil, das nennen wir die schwere Feldstärke. Schwere Feldstärke. Und da sieht man sofort, dass diese schwere Feldstärke, wenn man das da herausrechnet, gleich ist G, die Gewichtskraft durch diese schwere Masse, und daher ist die schwere Feldstärke das Gewicht pro Einheit der schweren Masse, das Gewicht der Masseneinheit. So wie man etwa in der Elektrostatik oder überhaupt dann in der Elektrodynamik die elektrische Feldstärke als die Kraft pro Ladungseinheit ansieht, so ist das die Kraft pro Einheit der schweren Masse. Daher nennt man sie auch Feldstärke. Sie beschreibt die Eigenschaft des Feldes, unabhängig davon, wie groß dann die jeweilige Masse ist, die dann in diesem Feld eben dann beeinflusst wird. Dieses G wird also als Vektor aufzuschreiben sein, wenn wir hier einmal an der Erdoberfläche uns befinden, in der Form 0, 0 und minus g, ein nach unten gerichteter Vektor, x, y, z Achse nach oben, der Vektor zeigt nach unten, daher minus g, ja, und die Einheit dieser Größe, die Einheit dieser dieser schwere Feldstärke ist dann natürlich Newton pro Kilogramm schwer. Die Einheit dieser schwere Feldstärke ist Masse, Kraft dividiert durch schwere Masse. Kraft durch schwere Masse. Mehr ist dazu zu diesem Zeitpunkt nicht zu sagen.
Und wir werden jetzt im Weiteren uns anschauen, was wir damit erreichen können. Das Erste, was man natürlich sich im Rahmen dieses Gravitationsfeldes der Erde, was in genügend kleinen Bereich ein homogenes Kraftfeld ist, weil ob ich mich jetzt hier oder im nächsten Stockwerk befinde, mein Gewicht wird sich nur ganz unwesentlich ändern und auch wenn ich von dort hinübergehe, wird sich's nicht ändern. Das heißt, wir haben hier ein homogenes Kraftfeld, mit dem wir also dieses Gravitationsfeld an der Erdoberfläche beschreiben, in genügend kleinen Bereichen. Wenn ich natürlich bis nach Amerika gehe, dort ist dann die Richtung schon anders, weil die Richtung zum Erdmittelpunkt dann dort unter einem wesentlich anderen Winkel erfolgt. Aber in einem genügend kleinen System, klein gegen den Erdradius, können wir in guter Näherung von einem homogenen Feld sprechen. Und da schauen wir uns also jetzt einmal den freien Fall in diesem homogenen Gravitationsfeld an, also auf der Erdoberfläche. Das ist ja der Bereich, der für uns natürlich von besonders großer Wichtigkeit ist. Na, wie können wir uns diesen freien Fall jetzt ausrechnen? Na, da wollen wir zunächst einmal davon ausgehen, wir brauchen ein Koordinatensystem. Wie gesagt, die Z-Achse lassen wir immer nach oben schauen. Wir wählen hier Z gleich 0. Es wirkt da hinuntergerichtet die Gravitationskraft, die Gewichtskraft G. Und nach einer gewissen Strecke gibt sie ein Z gleich minus H und dieses H ist die Fallhöhe von Z gleich 0 bis Z gleich minus H. Ja, und das werden wir jetzt versuchen, uns auszurechnen. Insbesondere wird uns interessieren, wie lange braucht dieser Körper, wenn er zunächst einmal bei Z gleich 0 ist und dann unter dem Einfluss dieser konstanten Gewichtskraft herabfällt, bis er da diese Fallhöhe H erreicht hat. Ja, und da müssen wir uns natürlich, um das ausrechnen zu können, die Bewegungsgleichung anschauen. Na, da verwenden wir natürlich das uns schon gut bekannte zweite Newtonsche Axiom. Masse mal Beschleunigung ist gleich der wirkenden Kraft. Na, die wirkende Kraft ist die Gewichtskraft. Und Masse mal Beschleunigung habe ich auf der linken Seite hingeschrieben. Hier wohlgemerkt steht die träge Masse. Ich habe eigens darauf hingewiesen, bei der Erklärung des zweiten Newtonschen Axioms, dass diese Masse, die da drinnen steht, eine Beschreibung ist für den Widerstand, den der betrachtete Körper gegen eine Beschleunigung seiner selbst entgegensetzt. Das ist aber durchaus ein anderer Effekt als diese schwere Masse, die eben wiederum dafür zuständig ist und beschreibt, wie stark dieser jeweils betrachtete Körper in einem Gravitationsfeld von einem anderen Körper angezogen wird. Eine ist Trägheit, träge Masse, das andere Gravitationsanziehung, Gewichtanziehung zur Erde, schwere Masse. Also das, wo ich nichts dazu schreibe, denn das haben wir schon so eingeführt gehabt, lassen wir auch so und ist die träge Masse, aber das Gewicht, das da steht, müssen wir jetzt natürlich einsetzen. Wir setzen also ein, und zwar den Ausdruck für diese Gewichtskraft da oben, das ist ja ms mal das g-Pfeil. Also haben wir m mal r2-Punkt ist gleich ms mal g-Pfeil. Naja, und da können wir jetzt natürlich das ausdrücken, nachdem wir ja wissen, dass dieser Körper sich nur längs der Z-Achse bewegen wird. Also haben wir dann m mal
d2z nach dt Quadrat ist gleich ms mal. Und dieses g-Pfeil, das ist ja, wie es da oben schon aufgeschrieben ist, 0, 0 und minus g. Und wir schreiben das für die dritte Komponente auf. Also steht da minus ms mal g. Jetzt als eine skalare Gleichung für die dritte, für die z-Komponente aufgeschrieben. Naja, und das können wir jetzt integrieren. Sehr einfach zu integrieren. Also diese Gleichung mit der zweiten Ableitung nach der Zeit integrieren wir nach der Zeit und erhalten dann, wenn man einmal integriert bleibt, noch stehen m mal dz nach dt. Und auf der anderen Seite steht minus ms mal g. Ja, und wenn man integriert hat, man also minus ms mal g mal t. Differenzieren Sie nach der Zeit, kommt Ihnen wieder das heraus. Und daher ist das also richtig. Und wenn man noch einmal integriert, dann kommen wir also auf m mal z. Wenn man da noch einmal nach der Zeit integriert und auf der anderen Seite haben Sie dann minus ms mal g mal t Quadrat halbe. Wenn man t hoch 1 integriert, kommt man auf t hoch 2 halbe. Na und wenn wir also jetzt insbesondere interessiert sind an einer bestimmten festen Fallhöhe für eine feste Fallhöhe z gleich minus h, dann muss man dieses z gleich minus h da einsetzen und wir kommen dann drauf, wenn man sich das ausrechnet, rechnen wir das gleich die Zeit heraus da mal, t ist gleich, und da haben wir jetzt 2 mz durch minus ms mal g und daraus die Wurzel. Also das t Quadrat ist 2 mz durch minus ms mal g und daraus die Wurzel. Und für die feste Fallhöhe kriegen wir also das t nach der Fallhöhe h. Und da setzen wir jetzt z gleich minus h ein. Und dann geht es gegen dieses Minus weg und es bleibt also Wurzel aus. 2h und unten steht g und dann mal m durch ms. 2h durch g mal m durch ms. Das habe ich nicht einmal verrechnet. Sie sehen jetzt, da drinnen kommt so ein Verhältnis von m zu ms vor, von Trägermasse und schwerer Masse. Ansonsten stehen da nur harmlose Sachen drinnen. Die feste Fallhöhe, na, die kann man ja schauen, wie hoch das fällt. Das kann man auch konstant lassen, wenn man mehrere verschiedene Körper fallen lässt. Und diese schwere Feldstärke, na ja, die nur charakteristisch ist für das entsprechende schwere Feld. Ja, und da wird es jetzt wichtig sein, nachzuschauen, ob denn nun dieses m durch ms sich in irgendeiner Weise ändern wird. Naja, und das schauen wir uns so an, indem wir das jetzt einmal umformen und daraus herausbekommen, damit, wenn man das also wieder quadriert und dann m und ms auf unterschiedliche Seiten bringt, dass das ms gleich ist und auf der anderen Seite bleibt 2h durch gth Quadrat, 2h durch g
TH² mal M. Also im Wesentlichen haben wir das TH² da runtergegeben, das MS da hinüber und dann quadriert, dann haben wir MS ist gleich 2H mal M durch G und TH². Und Sie sehen jetzt, zwischen M und MS gibt es hier einen Faktor. In dem Faktor stehen da die konstanten Größen H und G drinnen und die Fallzeit. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, wenn wir zwei unterschiedliche Körper betrachten, wie schnell die fallen. Wir haben hier zwei Kugeln, beides Metallkugeln, die unterschiedliche Massen haben, was man unmittelbar an dieser Federwaage, soll man das irgendwie da rüberdrehen, dass man das auch sehen kann. Die eine Kugel hat eine Masse von 100 Gramm und die andere eine Masse von 50 Gramm. 50 Gramm, 100 Gramm. Also ein Faktor 2 in den Massen dieser beiden Kugeln. Und der Kollege Litschauer wird jetzt diese Kugeln nehmen, auf diese Leiter hinaufsteigen und von oben möglichst gleichzeitig diese beiden Kugeln fallen lassen. Also auf die graue Kugel, ist wohl eine Bleikugel, wird die doppelte Kraft wirken im Vergleich zu dieser Messingkugel da hier. Das haben Sie gerade gesehen an der Gewichtskraft. Und daher sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass diese graue Kugel auch schneller herunter sein wird. Haben Sie schon eine Vorstellung, was wirklich passieren wird? Na, wir werden uns das anschauen. So, da machen wir aber Licht dazu, dass man das auch besonders deutlich schön sieht. Also Sie machen uns dann aufmerksam, wenn Sie soweit sind. Also 3, 2, 1. Also Sie sehen, was vielleicht einige Ihrer Bekannten nicht geglaubt hätten, die keine Physiker sind. Vielen Dank. Dass diese Massen gleich schnell herunter sind. Und nun zeigt sich, das kann man für vielerlei unterschiedliche Körper machen und nur abgesehen von der Luftreibung natürlich. Wenn man da ein Federl herunterfallen lässt, aber da haben wir ja schon am Anfang diesen Fallrohrversuch gezeigt, dass man dann leicht erkennen kann, das ist nur ein störender Nebeneffekt, den man eben ausscheiden muss, um auf das leitende Prinzip zu kommen. Die fallen alle gleich schnell. Und das ist also einfach schlicht ein experimentelles Faktum und hat bis vor circa 90 Jahren keine sinnvolle Begründung gefunden. Erst im Rahmen der allgemeinen Relativitätsmechanik, wo man die Gravitationskräfte zurückführen konnte auf Trägheitsbewegungen in einem gekrümmten vierdimensionalen Raumzeitkontinuum. Also etwas, was man nur mit etwas fortgeschrittener Tensorrechnung beschreiben kann und was man sich überhaupt nicht anschaulich vorstellen kann. Ein an sich recht kompliziertes Modell für sowas Einfaches. Das ist also in Wirklichkeit gar nicht so einfach und nicht so selbstverständlich. Nur, es ist einem halt dann so gewohnt geworden, dass man halt sich gedacht hat, naja, das ist eben so. Und machen wir uns gar nicht mehr so viel Gedanken. Aber letztlich liegt mir schon daran, dass Ihnen klar ist, dass das ein sehr tiefgreifender Punkt ist, um den es da geht. Dass es stets so ist, dass diese Körper gleich schnell fallen. Denn wenn das so ist, wenn bei gleicher Fallhöhe und gleichem Feld auch immer die Fallzeit und damit auch das TH-Quadrat gleich herauskommt, dann ist dieser Faktor zwischen der schweren und der trägen Masse stets konstant.
Und wenn dieser Faktor stets konstant ist, dann ist dieser Faktor eine universelle Konstante. Also experimentelles Ergebnis, dieser Faktor zwischen MS und M ist, was ich jetzt als CS betrachten möchte, bezeichnen möchte, eine universelle Konstante. Naja, und wenn man sich also daran jetzt schon so gewöhnt hat und also sieht, dass stets das Gewicht mit der Trägheit unmittelbar zusammenhängt, dann nimmt man halt an, dass M und MS gleichartige Größen sind. Gleichartige Größen. Sowas nennt man auch das Äquivalenzprinzip. Und wenn man das annimmt, dann kann man natürlich sagen, wozu ärgern wir uns da mit einer universellen Konstante herum? Wählen wir doch die Einheiten so für die schwere Masse und für die träge Masse, dass diese Konstante stets als 1 herauskommt. Das ist ein ähnlicher Vorgang, den ich Ihnen schon einmal vorgestellt hatte, etwas früher in der Vorlesung jetzt, wie es darum gegangen ist, die Energie, die thermische Energie, also die Wärmemenge zu beschreiben. Da ist ja ursprünglich die Kalorie als Einheit gewesen, dann ist man draufgekommen, Wärmemenge ist eine Energieform. Wenn die gleichartig sind, braucht man keine zwei unterschiedlichen Einheiten. Setzt einfach das mechanische Wärmeäquivalent gleich 1 und ersetzt die Kalorie durch eine neue Einheit, eine Energieeinheit und misst damit die Wärmemengen in Joule, eben als Energien. Und hier ist es an sich eine ähnliche Sache, nur diese Interpretation, dass die wirklich gleichartig sind, das ist erst vor circa 90 Jahren wirklich begründet worden. Vorher ist es eigentlich nur eine Gewohnheitssache gewesen. Wie auch immer, man setzt in dem Fall also MS gleich M. Und dieses CS identisch gleich 1 und ohne Dimension, so dass man also jetzt in dem Fall zwischen MS und M nicht mehr zu unterscheiden braucht. Und dann kann man natürlich hier diese Fallzeit sofort konkret ausrechnen. Diese Fallzeit TH, da fällt ja hier dieses Verhältnis weg, bleibt dann einfach über als Wurzel aus 2H durch G. Und damit hat man auch die Möglichkeit, diese Gravitationsfeldstärke konkret auszurechnen. Weil jetzt braucht man da nur quadrieren und kommt dann drauf, dass das G gleich 2H durch TH Quadrat ist. 2H durch TH zum Quadrat. E ist 2H durch TH Quadrat. Ich möchte noch vielleicht Ihnen etwas zusätzlich anschaulich erklären, wie ist es also jetzt zu verstehen, dass die beiden gleich schnell fallen. Also einerseits haben wir gesagt, es ist ein Faktum, dann haben wir uns diese Gleichungen angeschaut, gesehen, dass also MS und M stets proportional zueinander sind, haben das halt gleichgesetzt. Anschaulich gesehen, um das mit dem freien Fall sich gut vorstellen zu können, ist es so, wenn Sie einen Körper mit der doppelten Masse nehmen, haben wir gehabt, die graue Kugel, dann wird die zwar doppelt so stark von der Erde angezogen, aber außerdem gleichzeitig wehrt sie sich auch doppelt so stark gegen eine Beschleunigung ihrer selbst. Das führt dazu, dass sie letzten Endes gleich schnell fällt. Also das ist gar nicht so selbstverständlich, dass das immer so passt, dass mit einer Verdoppelung der Gewichtskraft
auch eine Verdoppelung der Trägheit erfolgt. Und das passiert stets, ist immer so, und daher geht man davon aus, dass das eben eine Gleichartigkeit ist und setzt den Faktor gleich 1. Und noch niemand hat etwas Andersartiges gefunden. Und man hat dann in der Zwischenzeit Messungen gemacht, die darauf hindeuten, dass Abweichungen so wenig wie 10 der minus 11. noch gesehen werden könnten, sind aber nicht gesehen worden. Also diese Dinge sind wirklich ganz fundamental. Und da haben wir ein schönes Experiment, wo wir jetzt mit Hilfe dieser Beziehung uns auch die die Gravitationsfeldstärke G, die wir da oben definiert haben, dass wir die uns da jetzt auch konkret berechnen können. Und da würde ich Sie bitten, dass wir das jetzt durchführen. Wir haben hier also die Möglichkeit, eine Kugel über eine Distanz von 80 Zentimetern, also 0,8 Metern, fallen zu lassen. Und selbst mit der Stoppuhr zu stoppen, ist nicht gut. Das ist zu kurz, da sind die Reaktionszeiten zu kurz. Aber das kann man hier also mit einem Sensor entsprechend machen und können uns damit dieses G ausrechnen. Also, die Höhe ist 0,8 Meter und wir brauchen nur die Höhe und das TH-Quadrat. Und das TH, das werden wir jetzt als Messergebnis erhalten. Bitte, Herr Litschauer. Also Achtung, es wird dann die Kugel herunterfallen und wir können die Zeit ablesen. Also das sind, ich nehme an, 0,403 Sekunden. Also 0,403 Sekunden. Naja, und setzen wir also ein, dann haben wir hier 2H, das ist 1,6 durch 0,403 zum Quadrat und wir kommen auf 9,85. G ist gleich 9,85 und die Einheit von G hatten wir Newton pro Kilogramm. Und jetzt können wir anschauen, ob das auch anschaulich zusammenpasst mit der Definition. Wir hatten ja da oben das G so eingeführt, dass die Masse mal dieser schwere Feldstärke gleich der Gewichtskraft ist. Und da gibt es also eine Federwaage, die in Newton geeicht ist, wo man eine Masse anhängen kann. Und wir werden anschauen, was diese Masse von einem Kilogramm dann für eine Gewichtskraft nach sich zieht. Mit welcher Kraft diese Masse angezogen wird. Schauen wir uns das also an. Na, und was sehen wir? Knapp unter 10 Newton. 9,8 oder 8,5 oder sowas kommt da heraus. Also Sie können erkennen, das, was wir jetzt aus der Fallzeit ermittelt haben, ergibt sich auch unmittelbar. Die Kraft, mit der eine Masse von einem Kilogramm von der Erde angezogen wird, ist 9,81, also circa 9,8 Newton und das G ist also 9,81 Newton pro Kilogramm, das ist also der Wert, den wir typischerweise verwenden. Danke sehr. Hat schön funktioniert. Und die letzten Minuten möchte ich noch dazu verwenden, Sie auf das Pendel einzustimmen. Eine besonders gute Methode, die Gravitationskraft anzuschauen, ist mit Hilfe der Pendelschwingung.
Wir betrachten also ein schwingendes Pendel. Und bei diesem Pendel wollen wir davon ausgehen, das hat also eine gewisse Pendellänge und eine Auslenkung. Die Länge hier bezeichne ich als L, den Auslenkungswinkel als Phi. Und da gibt es also dann hier diesen Pendelkörper, der sich da befindet, auf den wirkt eine Gewichtskraft G. Das ist Ms mal G, klein g Pfeil. Und es ist hier ein gewisser Weg S, um den dieses Pendel ausgelenkt wird, und das Phi sei klein. Wir betrachten kleine Schwingungen dieses Pendels. Naja, und wegen der Bewegungsgleichung können wir das Pendel leicht beschreiben. Diese Bewegungsgleichung ist natürlich wieder m mal R2-Punkt ist gleich diese Gewichtskraft g. Na, die spalten wir jetzt aber auf in einen Anteil, der da radial nach außen geht, und in einen zweiten, der da tangentiell verläuft. Und nur diesen Teil werden wir im Weiteren betrachten, weil die radiale Komponente wird durch diesen Pendelfaden mit der Länge L ja kompensiert. Wir sprechen übrigens hier von einem sogenannten mathematischen Pendel, wo nur ein Massenpunkt an einem praktisch masselosen Faden aufgehängt ist und auf der Erdoberfläche im homogenen Schwerefeld eben schwingt. Und was da jetzt wesentlich wirkt, ist diese Tangentialkomponente, das G-Tangential. Das ist hier wesentlich. Und da können wir uns jetzt leicht ausrechnen, was da passiert. Wir werden einerseits diesen Weg S uns ausrechnen können als L mal Phi. Phi natürlich im Bogenmaß. Und andererseits diese Tangentialkomponente, das ist also der Weg und die Tangentialkomponente, die können wir auch leicht aufschreiben, weil hier tritt noch einmal dieser Winkel Phi auf und das ist daher ein Sinus. Das heißt, was wir da bekommen ist, dass die Tangentialkomponente GT geschrieben werden kann als Minus, weil sie gegen den Weg gerichtet ist, minus m, jetzt aber wieder die schwere Masse, da wollen wir jetzt wieder aufpassen, jetzt gehen wir noch einmal, machen wir noch einmal diese Unterscheidung, minus ms mal g und dann mal dem Sinus von Phi. Weil g mal Sinus Phi ergibt sich als diese Distanz und dieses g ist ja gleich ms mal g-Pfeil, habe ich da ja sowieso auch hergeschrieben. Wenn wir aber kleine Schwingungen betrachten, dann ist das ungefähr gleich phi. Und wir können schreiben, das ist minus ms mal g mal phi. Mit dieser Näherung arbeiten wir jetzt. Und damit können wir die Bewegungsgleichung natürlich elegant aufschreiben für diese eine Komponente. Wir haben also Masse, die träge Masse mal R2-Punkt. In dem Fall haben wir Masse mal D2S nach dt². Und auf der anderen Seite haben wir dann stehen dieses gt. Und das setzen wir jetzt ein. Das S setzen wir von da oben ein, das GT von hier. Und was wir dann kriegen, ist ganz einfach. Wir kriegen dann heraus, dass dieses D2S nach dt², L bleibt ja konstant, also dann eingesetzt da oben, also M mal,
D2S noch dt Quadrat ist daher mal L mal D2Phi nach dt Quadrat. Und auf der anderen Seite steht einfach gt und das ist minus ms g Phi. Minus ms mal g mal Phi. Und Sie sehen jetzt, Sie kriegen hier eine, das ist ein bisschen unschön da, aber ich hoffe, ja, wir müssen ja nicht den Preis für die schönste Tafelanordnung kriegen. Also, Sie sehen, wir haben hier eine Differentialgleichung für die Zeitabhängigkeit des Winkels Phi. Und dies jetzt haben wir ein bisschen was anderes, als wir bis jetzt kennengelernt hatten. Da kommt eine zweite Ableitung nach der Zeit vor, von dieser Größe Phi und dann hier die Größe Phi selbst. Und da werden Sie jetzt sehen, das machen wir nächstes Mal, sprich morgen, wie man diese Gleichung besonders einfach lösen kann. Es zeigt sich nämlich, und das ist etwas, was man sich generell merken kann, wenn in einer Differentialgleichung eine zweite Ableitung und die Funktion selbst vorkommt, dann schnuppert man schon einen Schwingungszusammenhang, einen periodischen Zusammenhang mit der Zeit. Und wenn das so ist, dann macht man natürlich einen entsprechenden periodischen Ansatz. Und das werden wir morgen durchführen. Danke. Hat ja sehr genau funktioniert. Sehr erfreulich. Das könnte man mit einer Stoffuhr nie zusammenbringen.